Beim Warmmachen fliegen sie noch, die langen Haare von Carina Peisker hier mit ihrer Schwester Stefanie. Doch wenn's ans Gerät geht, müssen die Haare geflochten und quasi in einem Dutt versteckt werden. Denn das Gerät ist ein Rhönrad und das stört eine allzu üppige Haarpracht. Es sieht natürlich auch perfekt aus, aber beim Rhönrad ist ziemlich wichtig, dass die Haare komplett weg sind, einfach weil, wenn sie sich um den Griff wickeln und dann festhaken oder so, dann kann man sich sie ausreißen oder so. Es ist einfach ziemlich unangenehm, sie dürfen auch nicht im Weg sein, man darf sie nicht ins Gesicht kriegen, also die müssen schön verstaut sein, gerade bei langen Haaren. Muss im Dutt her. Ebenso wie ihre Haare hat die frischgebackene Abiturientin, die nun zunächst Biologie und später dann Medizin studieren will, ihr Sportgerät im Griff. Und das ist schon durchaus eine besondere Begabung, denn Rhönradturnen ist sehr komplex. Beim Rhönradturnen ist eigentlich das Schöne quasi die Kombination zwischen Kraft und Eleganz und dass man braucht Beweglichkeit, man braucht einfach diese Ausstrahlung, dass die schwierigen Teile möglichst einfach aussehen und es gibt auch immer neue Teile, die man lernen kann. Also man lernt nie aus und man verbessert sich die ganze Zeit immer weiter. Insgesamt gibt es 3 Disziplinen, die einzeln, aber auch als Mehrkampf gewertet werden. Einmal das gerade Rollen auf beiden Reifen, dann das spirale Turnen, da bin ich nur auf einem Reifen, so ähnlich wie ein Teller, den man auf die Seite stellt. Und der Sprung, wo ich mein Rad anschiebe, hinterherlaufe, drauf springe und wieder runterspringe. Das sind die 3 Disziplinen, die es gibt. Das erfordert jede Menge Mut. Schließlich agiert die 18-Jährige da teils in rund 2 Metern Höhe. Weiterhin braucht man Koordination und Ausdauer. Über all das verfügt Carina, die aktuell vor dem Übergang von der Jugend in den Erwachsenenbereich steht und zuletzt da national und international noch mal richtig abräumte. Also dieses Jahr habe ich bei der deutschen Meisterschaft 3 Titel geholt. Einmal im Mehrkampf, im Sprung und im Geradeturnen. Und dann bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr in der Schweiz, in Macklingen, habe ich auch 3 Titel geholt. Das war eigentlich mit Abstand der größte Erfolg, den ich bisher hatte. Also den Mehrkampf habe ich gewonnen, das Spiraleturnen und den Sprung. Und im Geradeturnen habe ich eine Bronzemedaille gewonnen. Das große nächste Ziel lautet New York 2020. Dort finden die Welttitelkämpfe der Erwachsenen statt. Und Carina möchte da unbedingt dabei sein. Die Trainerin traut ihr zu. Ja, kann ich ganz kurz so beantworten. Das ist realistisch. Wir haben von hier aus quasi nicht ganz 2 Jahre Zeit, weil die Qualifikationen in 2019 sind. Aber es war immer so, wenn Carina was wollte und sich das vorgenommen hat, dann war das so, dann hat sie das geschafft. Neben höheren technischen Schwierigkeiten muss Carina dann auch die Kür im Geradeturnen zu Musik absolvieren. Doch wenn sie weiterhin so viel Ehrgeiz und Trainingsfleiß an den Tag legt wie bisher, dürften auch diese Hürden locker zu überspringen sein.